Hallo, meine lieben Freunde, es geht weiter in Mario and Luigi Dream Team Bro. Ja, wir sind immer noch in der Traumwelt und müssen immer noch dazu bringen, einen Traumstein zum Reden zu bringen. Ja, das wird wahrscheinlich noch ein Spaß, so wie der ablockt. Naja, was soll's. So, als erstes aber geht's weiter, wieder hier ein bisschen aufzuräumen, und das war blöd. Der letzte Treffer, der hätte nicht sein müssen, aber naja, was soll's. So, immer schön wieder auf den Wurfraum gehen. Und ich muss echt sagen, im Moment machen wir das richtig Spaß, Mario Luigi Dream Team Bro. Mehr Spaß als andere Projekte. Und dabei muss ich eigentlich auch bei anderen mal wieder was machen. Naja. Aber dann habe ich erstmal hier eine Menge. Ein Superpilz. Das kann man gut gebrauchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich niesen muss. Ich möchte aber nicht niesen. Na egal, erstmal den Gegner besiegen. Schön, wenn die Stachelkugeln drauf fallen. Ach, da war noch einer. Wow, das war knapp. Schon wieder so eine Geheimkiste. Was bringen die jetzt eigentlich? Ja, komm, probieren wir das einfach mal. Geheimkarton. Oh, cool. Okay, das blockiert die irgendwie oder so. Okay, interessant. Merke ich mir mal. Wahrscheinlich für den Bosskampf, aber gut. Geheim muss nicht sein, dass das immer dabei ist. Vielleicht ist es eine Überraschungskiste. Naja. War auf jeden Fall aber nicht schlecht. Ah, die können doch alle nichts hier. Wir haben die richtig drauf. Eins, Nummer zwei und auch die drei drauf dran glauben. So, dann natürlich wieder auf den Wurf um. Oh, und dann gleich haben wir die Ordenleiste voll. Geil. Richtig geil. Du, 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 du. Richtig geil. Okay. Eine Nuss. Gibt es hier sonst noch was? Mal kurz einen Blick auf die Karte riskieren. Na, noch ein Attackenfragment ist hier. Interessant. Interessant. Du, 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 du. Und zwar hier oben, inklusive eines Gegners, dem ich jetzt aber nicht hätte ausweichen können. Naja. Oh, die sind ganz schön schnell, muss man mal so sagen. Aber wir haben die jetzt drauf. Naja, mehr oder weniger. So. Kein Problem hier. Oh, und dann wieder die Ordenleiste ist voll. Geil. Da können wir uns jetzt ja wieder einen neuen holen. Haben wir für den Bossfight auf jeden Fall jetzt nochmal 50 drauf. Was haben wir denn nochmal so? Das wäre auch eigentlich eine gute Idee. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Genau, das ist eine gute Idee. Dann nehmen wir das hier mal. Und jetzt das Attackenfragment. Das sechste. Noch vier Stück brauchen wir für eine neue Attacke. Da freue ich mich schon. Ach, jetzt das Spielchen wieder. Oh, nee. Das mag ich nicht. Ich mag dieses Spielchen mit diesen Bohrern nicht. Ich mag es gar nicht, aber ich bin mal froh, dass ich das mal direkt im ersten Versuch geschafft habe. Okay, eine sich bewegende Plattform und da unten ist ein Attackenfragment. Wow, das war knapp. Siebtes Attackenfragment. Cool. Komm, da möchte ich drauf. Komm schon, da werde ich ja wohl drauf kommen. Vielleicht so. Ja,
so kommen wir doch da drauf. Da können wir schon uns alle Münzen krallen. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht drauf. Ah, gut. Ich wollte wieder zu dem Block. Darum muss ich ja nicht unbedingt. Ich kann ja auch da drauf springen. Ist nämlich Münzengeil. Und holen uns alle. Okay, noch zum Attackenfragment. Und dann sind wir auch hier in diesem Raum durch. Und noch zwei Stück für ein neuer, für eine neue Paarattacke. Finde ich gut. Okay. Oh, und schon wieder das. Oh, wartet. Was denn jetzt schon wieder? Seht euch einmal diese Steine an. Vielleicht könnt ihr sie zerstören. Ja, von denen haben wir ja schon ein paar gesehen. Ich glaube, die Traum-Luigis können uns dabei helfen. Okay. Oh, wieder der Turm. Ihr wisst ja, dass ihr mit dem B-Knopf springen könnt, oder? Gut. In der Luft drückst du den B-Knopf dann noch einmal. Bam! Ja. Ihr habt zudem eine neue Luigisionsaktion ausgeführt. Was für eine prächtige Stampfattacke. Auf diese Weise kannst du gewisse Objekte zerstören. Na, wunderbar. Du hast die Stampfattacke erlernt. Drücke in der Luft den B-Knopf, um sie zu verwenden. Wollt ihr es noch einmal ausprobieren? Nö. Fertig, dann los. Ich denke mal, das ist offensichtlich, was wir jetzt hier zu tun haben. Okay, da geht's nicht weiter. Mal kurz Karte checken. Wenn ich natürlich auf ebenem Boden bin, okay. Kein Attackenfragment. Ich glaube, das ist hier halt, wie gesagt, nur dazu da, dass man sich hier ein bisschen mit der neuen Attacke hier zurechtfindet. Der Stampfattacke. Bam. Jetzt hoffe ich mal auch, dass ich den richtigen Weg... das war's, glaube ich, nicht. So, die Kiste können wir schieben. Mit geballter Kraft. Ist sie da? Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Ich glaube, wir müssen den Turm erstmal abbrechen. So. Ja, ich würde sagen, das war ein Fehler, aber ich denke, da gab es doch bestimmt noch was hier. Naja, gut, hier gibt es ja eine Röhre, da können wir wieder ganz nach oben. Wir wollen ja alles einsammeln, nicht wahr? Zum Beispiel die Münzen, naja gut, die hatten wir auch vorhin schon gehabt. So, noch einmal hier, bam. Ach, da war gar nichts, okay. Hat sich ja richtig gelohnt. Ach, ich hätte die Kiste auch einfach zerstampfen können, auch wenn ich einen... Ja, ich bin manchmal echt ganz schön schlau. Ja, dann war das doch richtig, was ich gemacht habe. Und dann einfach die Kiste zerstampfen, ja gut. Ich dachte, hier wäre noch was, aber nee, ist ja nicht. So. Aber ich denke mal, es wäre ganz von Vorteil, wenn wir den einfach beibehalten. Genau, wäre es auch. Bam. Druckwelle, die da entsteht. Schon genial. Oh, hier ist aber nichts mehr. Okay, da möchte ich doch nochmal hochgehen. Dann möchte ich doch nochmal hochgehen. Falls da oben noch was war. Wir wollen ja alles erkunden. Ja, hier können wir noch was reinhauen. Aber ich glaube, gebracht hat es uns wenig, ne? Ja, gebracht hat es nichts Besonderes. Okay, dann gehen wir so weiter. Okay, da oben ist wieder ein Attackenfragment, das wir uns auch direkt gleich holen, wenn ich den Gegner besiegt habe. Wenn er mich jetzt schon so einlädt. Oh, zwei von den Dingern. Komm, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Schutz. Ja, aber ich denke, das lohnt sich. Das ist eigentlich Verschwendung, aber naja. Ja, das war auch genial. Einfach mal in eine andere Richtung geschubst. Komm, nehmen wir den Schutz einfach mal. Obwohl wir den eigentlich nicht brauchen werden, aber...
So, jetzt gibt es hier eine schöne Doppelexplosion. Nur leider werden die Hinter nicht getroffen. Oh, ein Ausrüstungsgegenstand. Ja, immerhin hat es sich also doch mal gelohnt. Dicke Handschuhe. Interessant. Ich glaube, dann werde ich aber doch den Orden wieder ändern. Dann nehme ich doch wieder den, der uns für 6 Runden schützt. Genau, das wäre eine gute Idee. Oh, hier gibt es sogar 2. Dann kriegen wir die Attacke sogar. Cool. Orden. Genau, den möchte ich jetzt hier nehmen. Der uns für 6 Runden schützt. Das wäre schon richtig cool. Okay, eine Schockbombe und das vorletzte Attackenfragment. Und das letzte haben wir ja auch schon gesehen. Das ist hier direkt in der Nähe. Aber ich denke mal, ja, war ja eigentlich klar, dass ich nochmal gegen den Gegner kämpfe. Und eigentlich dachte ich, dass Luigi würde den Erstangriff machen, aber gut. Dann halt eben Mario. Natürlich auch nichts gegen einzuwenden. So, und schön wieder auf die Bomben. Damit die schön explodieren. Und viele mit in den Tod reißen. Bleiben nur noch 4 übrig. Und der kriegt schon mal seine eigene Stachelkugel rein. Und mit einem letzten Sprungangriff sind natürlich auch die 3 anderen besiegt. Ja. All die brauchen wir eigentlich alle nicht mehr, die Gegner. So viel Erfahrungspunkte gibt es eigentlich auch nicht. Aber naja. Man kann ja nie wissen, wenn dann bald mal wieder so ein harter Bosskampf kommt und dann wir überhaupt keine Chance mehr haben. Aber Luigi möchte ich schon noch mitkommen. Okay, letztes Attackenfragment. Das 10. Und es ist Zeit für eine neue Paarattacke. Der Traumsprung. Springe mit dem B-Knopf und staple so viele Luigi wie möglich. Gucken wir uns mal direkt an. Genau, erstmal den A-Knopf drücken und dann müssen wir den Turm aufbauen. Ich würde natürlich wahrscheinlich auch üben dann so, obwohl ich die Feuerblume auch noch nicht geübt habe. Aber es hat schon mal geklappt, was mich erstaunt hat. Und dann BAM! Und dann fällt noch alles runter. Und Mario auch nochmal zum Schluss. Okay, üben wir das mal. Ich wollte es eigentlich noch mal kurz üben, einmal. So, üben wir das einmal. Dumm. So. Boah, man muss auch gut das ausbalancieren. Ja. Oh, das war jetzt ein bisschen zu früh. Boah, ganz schön nach links, aber das sieht gut aus. Und BAM! Oh, es war exzellent. Na, ja, und den letzten, glaube ich, habe ich nicht hinbekommen. Aber das war ja ganz okay. Ein exzellent, okay. Sieht eigentlich nicht ganz so schwer aus. Aber gut. Jetzt wollen wir weitermachen und gucken, dass wir endlich diesen komischen Traumstein da zum Reden bringen. Kann ja nicht angehen hier. Aber vorher natürlich noch den Gegner hier killen. Ach komm, Mario. Mach du das mit deinem Hammer. Ich glaube, ich nehme auch jetzt einfach mal den Hammer. Wenn die sowieso schon geschwächt sind. Ja, klappt auch. Ja, der Letzte, der dann noch überlebt. Oh, und dann verhaue ich das mit dem Konter. Obwohl das jetzt eigentlich gar nicht schwer war. Naja, egal. Egal, was soll's. Kann man auch nichts machen. Ich hoffe nur, wir sind jetzt gleich endlich raus aus der Traumwelt mal wieder so. Mit einer Sackkarte sagt irgendwas Besonderes? Nicht direkt. Ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge vor uns in der Spitze. Aber immerhin gibt es keine Attackenfragmente mehr. Dafür aber wieder ein Luigi-Sions-Objekt. Und solange es nicht der Turm ist, bin ich da sehr zufrieden mit. Oh. Er passt fast durch, aber nur fast. Wenn ihr nicht ganz so groß wärt. Okay. Traumhaft.
Mario kann die Traum-Luigi zusammendrücken. Wie das funktionieren soll, weiß ich zwar selber nicht, aber naja, wir sind ja in einem Traum, von daher. Und so kann man einfach mal eine Kiste wegschieben. Mario, einige enge Stellen sollten jetzt kein Problem mehr sein. Jetzt könnt ihr euch wieder ausstrecken. Okay. Und dann direkt in den Sprung. Traumhaft. Oh, keine Aktion ohne Reaktion. Beeindruckend, ihr habt gerade einen Federsprung ausgeführt. Du hast den Federsprung erlernt. Mache dich mit dem A-Knopf klein und drücke den A-Knopf erneut, um zu springen. Haben wir gerade eben erst erfahren. Sehr schön. Ah, ja. Sehr interessant. Okay, dann machen wir das mal direkt. Ich denke mal, das sollten wir auch hier machen. Aber wozu sind denn auch die Pfeile? Nicht ohne Grund. Oh, und da sind Coins. Sehr schön. So, dann müssen wir nochmal bis da hochgehen. Moment mal, ist hier noch irgendwas auf der Karte eingezeichnet? Nö. Nö, 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 nö. Dann können wir auch schon hier direkt wieder weitergehen. Attackenfragmente haben wir ja auch jetzt alle. Am besten, wir orientieren uns immer nach den Pfeilen. Und das ist jetzt lustig hier. Jetzt werden schön alle Fähigkeiten genutzt. Du. Zwischen Stampfattacke, Federsprung und eingequetschte. Und ich wollte eigentlich auch den 100er haben. Jawohl. Nur jetzt müssen wir natürlich wieder rausgehen, sonst kommen wir nicht in die Röhre rein. Oh, High Block Burger. Willkommen in meinem Laden, Jungs. Was darf es denn sein? Was hast du denn so? Moment, aber vorher mache ich erstmal nichts, weil ich mal eben noch den dicken Handschuh ausprobieren möchte, den wir bekommen haben, gerade eben. Dicker Handschuh. Keine besonderen Effekte würden die Verteidigung von Mario erniedrigen. Und von Luigi auch. Ja, also nicht, im Moment noch nicht von Relevanz. Wenn wir einen höheren Rang hätten, dann ja. So, was hast du so? Ich denke mal, wir kaufen uns vielleicht mal nochmal zwei, drei Superpilze, oder? Nee, ne? Nee, das brauchen wir alles eigentlich gar nicht. Haben eigentlich genug. Ja, komm, wir nehmen einfach mal 5 Pilze nochmal. Aber ich denke, der Rest sollte eigentlich ausreichen. Ja, oder nochmal 5 Super-Sirupe. Okay. Okay. Was hast du denn noch so für Ausrüstung? Das würde mich interessieren, aber ich glaube nichts Besonderes. Ein paar Münzhandschuhe. Bewirkt, dass sich die Ordenleiste nach Attacke schneller füllt. Das wäre eine Idee. Ich glaube, die kaufe ich mir mal. Nur die werde ich natürlich noch nicht benutzen. Nein, die wollte ich noch nicht benutzen. Muss ich natürlich noch wieder bei Mario die Hose nehmen. Weil wir können noch keine Handschuhe tragen, wenn ich ehrlich bin. Da müssen wir auf den nächsten Rang warten. So, welche hatten wir? Ich glaube, wir hatten die einzigartig Hose. Ja, glaub schon. Ja. Ich glaube, wir hatten hier einzigartig Hose. Okay. Dann speichern wir hier mal eben. Oh, Zeit. Die geht auch schon weiter voran. Kommen wir zu einem Bossfight. Ich werde mal schauen, was sagt denn die Karte so? Oh. Die Karte sagt, wir sind gleich da. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in die Röhre rein. Bei dem nächsten Raum sind wir eigentlich schon am Ende. Ja, da gehe ich nochmal eben in die Röhre rein. Das wäre nämlich eine Abkürzung zum Anfang, den wir mal eben betätigen können. Ach, brauche ich hier auch das Luigi? Ach nee, den Hammer. Sagt schon so, hä? Was muss ich jetzt hier machen? Aber ja, Hammer drücken. Okay. Hätten wir eine Abkürzung, aber brauchen wir die eigentlich noch nicht. Moment. So, und jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Wahl. Jetzt heißt es uns gleich endlich den Traumstein auszuquetschen.
Das würde ich sagen, machen wir aber erst im nächsten Part. Ich nehme jetzt mit beiden noch einen Kissolatte. Bei Blockburger. Ja, und dann ist es soweit. Dann werden wir im nächsten Part uns ja, gucken. Vielleicht haben wir einen Bossfight. Wir werden es sehen. Was haben wir denn noch so? Aha. Das finde ich eigentlich ganz sogar ganz schick, diese Ansicht. Wächterpanzer, reduzierte. Oh! Ich glaube, das kaufe ich mir auch nochmal. Das ist ja sozusagen wie der Ordeneffekt. Cool. Angriffshandschuhe, Schatzhandschuhe. Na, das ist eigentlich. Nee, so passt das schon. Okay. Ja, dann hoffe ich mal, das hat euch mal wieder gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder von Mario & Luigi Dream Team Bro. Wenn wir uns gegen den. Ja, wenn wir uns im nächsten Raum behaupten. Also euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Euer Jake 125. Oh yeah.